Ging einfach auch jetzt mal darum, erstmal eine neue CD habt ihr jetzt in Vorbereitung, die ja jetzt wirklich dann in Kürze kommen wird. Wie sieht's denn aus? Jetzt zu viert, beziehungsweise heute zu viert, aber sonst zu fünft. Wie ist es jetzt aufgeteilt? Ja, also es ist immer noch wie immer halt. Wir haben genug Hohlstimmen und tiefe Stimmen und das wird fürs Album wird es jetzt nicht so viel ausmachen. Wir werden einfach tolle Chöre aufnehmen, wir werden aber eh ein super tolles Album aufnehmen. Das kommt übrigens Anfang Januar kommt das raus. Wir sind jetzt hier. Hallo. Und wir, die Kamera, ja. Scheiße, wir haben gerade den Laptop geguckt. Ja. Und wir sind auf jeden Fall fleißig im Studio und das wird eine super Sache und wir freuen uns aufs neue Album. Wir können jetzt mal einen Ton aus dem neuen Album können wir schon mal präsentieren. Ja, ja. Haben Sie alle verstanden? Bitte nochmal. Eins. Zwei, drei. Ja. Ah, okay, gut. Also das kann man sehen. Ja, jetzt gucken wir mal was an. Fragen so eingetroffen ist, ich hoffe, ich derzeit stockt ein bisschen, aber. Nee, die dürft ihr sagen. Also, Moment, was haben wir hier zum Beispiel? Ja. Kennt ihr die alle? Nein, aber Mimi Almkatz isoliert. Ja, genau, richtig, die Almkatz. Mimi Almkatz fragt, ob es so sein wird, dass man Fragen stellt und wir beantworten die. Ja, natürlich. So ist es. Gut, was war am Flo sein größter Traum? Das hat da mal die Bienchen da gefragt. Was mein größter Traum war? Ja. Also bist auch so, oder was dein größter Traum ist, so. Also bist auch so die ganz großen Träume wie Weltfrieden oder sowas. Ist ein ganz großer Traum von mir, einmal nach Disney World zu fahren. Und ich hoffe, das kann ich mir nächstes Jahr erlauben. Okay. Und natürlich, dass es mit Vox Club noch ganz, ganz lange erfolgreich weitergeht. Und was sind so eure Ziele in den nächsten 2-3 Jahren? Wo wollt ihr dahin? Ich habe die Frage. Die Ziele in den nächsten 2-3 Jahren? Ja, wir haben ganz viele Ziele. Also wir wollen natürlich weiter den Weg gehen mit Vox Club. Weiter rocken. Wir werden nächstes Jahr mal vielleicht ein eigenes Open Air machen und so weiter. Also wir haben da ganz, ganz viele Ideen. Und natürlich musikalisch wollen wir auch immer weitergehen, weiterentwickeln, neue Sachen entdecken. Also das sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns aber einfach auf jeden Tag. Okay, gut. Und natürlich die Frage mit Julian, vermisst ihr ihn und habt ihr noch Kontakt? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben zwei megamäßig tolle Jahre zusammen erlebt. Es ist nicht von heute bis morgen vorbei, aber wir sind jetzt momentan, wir sind so am Durchstart, eben schon mit der neuen CD, mit der neuen Show, mit allem. Also momentan läuft das Schiff Voxtub auf Hochtouren und wir wünschen ihm einfach alles Gute und er startet jetzt auch bald durch und es ist alles gut, so wie es im Moment ist. Ja. Jetzt seid ihr heute nur zu viert, was ist eigentlich mit dem Corbinian? Der Corbinian ist leider, er hat sich sehr stark erkältet oder ist einfach krank eigentlich und ist leider heute nicht da, aber wir haben entschieden, dass wir es so machen, weil lieber wieder 5 Gesunde auf der Bühne als 4 Halbkranke. Also 4 Gesunde und 1 Halbkranke. Halbstarke. Halbstarke. Rechnen war noch nie seine Stärke. Gut, okay. Er kommt aus der Schweiz, gell? Das hat damit nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun? Nee. Gut, dann war die Frage auch, Michi, warum trägst du dein Haar nicht öfters mal offen? Tja. Das ist eine ganz eine praktische Antwort. Wenn ich das Haar offen habe und auf der Bühne bin, dann habe ich ständig einen Vorhang vor mir, sehe gar nicht mehr, wo oben unten ist. Einfach rein praktische Sache. Ich würde es gerne machen, aber zwar darum habe ich schon probiert und das Ende war dann eine Nackenstarre, weil ich ständig den machen musste. Tja, das ist eigentlich die Antwort. Ja. Und Chris, wie viel Haarspray geht bei dir oder Gel geht bei dir so drauf? Ja, also ich brauche in 2 Wochen eine Flasche Haarspray. Ungefähr. Also, aber es wird schon stark zu betoniert. Also es muss halten einen Tag lang. Okay. So, und dann war noch was zum Musical, zum Stefan. Welches Musical fasziniert dich da am meisten? Also ich habe sehr gerne Rent gespielt, muss ich sagen. Das haben wir, glaube ich, fast alle gespielt auch. Das war für uns alle ein Highlight, mich persönlich. Also ich liebe das Musical über alles und das wäre auch ein Musical, was ich irgendwann gerne wieder mal spielen würde.
Aber, wie sind die beiden anderen aus? Was sind eure Favoriten? An Musicals, boah, ganz, ganz viel. Also ich habe Avenue Q mal gespielt, das wird keiner kennen, aber das hat unglaublich Spaß gemacht. Es ist, also ich liebe sehr, was wir mit Vox Club gerade machen, aber ich glaube, alle wollen irgendwann auch mal wieder ein Stück, vielleicht sogar gemeinsam im Theater spielen dürfen. Das wäre auch schön. Okay, und darüber? Musical, was sind deine Favoriten? Musicals? Ah, ich finde Grease cool, ich fand Cabaret cool, ja, das ist so ein bisschen... Entweder muss es fetzig und lustig sein oder es sollte ein bisschen eine Geschichte im Hintergrund haben, das mag ich dann ganz gern. Und last but not least? Ich habe in La Cage voll den Jean-Michel gespielt, ein Käfig voller Narren, und es war eine wunderschöne Rolle und das würde ich jederzeit wieder spielen. Okay, gut. Beatrice Eglig ist auch noch so ein Stichwort mit ihr. Oh. Nee, ist schon wieder da. Beatrice Eglig ist auch so ein Stichwort, da war die auf Kreuzfahrt, ist das richtig? Ja, wir waren mit Helene Fischer und Beatrice Eglig auf Kreuzfahrt. Das war eine sehr, sehr lustige Zeit. Da müssen wir vielleicht gar nicht zu viel erzählen, weil das ist besser so. Viele Abende. Wäre das nochmal was, eine Wiederholung zu machen? Er weiß gar nicht mehr alles. Deswegen will ich das nicht mehr alles. Das ist das Problem. Waren lange Abende, aber es war sehr, sehr lustig. Wir hatten sehr gut mit Beatrice und Helene auch natürlich. Okay. Ja, gut, da habt ihr einiges erlebt letztes Jahr, ne? Ja, Leutkirch war jetzt ja leider gestern nicht. Da hat sich auch schon jemand bedauerlicherweise beschwert, mehr oder weniger. Wäre gerne gekommen, aber hätte euch gerne erwartet. Ja, geht natürlich nicht. Ne? Wir können uns nochmal entschuldigen. Also es ist auch für uns ist das tatsächlich mit das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Konzert abzusagen. Und es fällt uns nicht leicht. Also als wir letzte Woche merkten, dass es mit Bini nicht geht die Woche, mussten wir wirklich, wirklich überlegen. Und wir haben uns schwer mit uns gehadert. Problem ist, wir hätten in Leutkirch eine Stunde oder sogar länger gespielt und das Programm hätten wir zu viert jetzt gar nicht hinbekommen. Heute sind es 30 Minuten, das kriegen wir gerade so hin, dass es einfach geil ist, weil wenn wir auftreten, wollen wir natürlich auch, dass es geil ist und keinen blöden Kompromiss machen. Und deswegen mussten wir schweren Herzens die Entscheidung treffen, aber wir holen das nach, versprochen. Sehr gut, sehr gut. Schau mal, hier gibt's ein paar lustige Fragen. Was haben wir denn? Da zum Beispiel, da Michi, mach mal da, und da ist der Christian und mich, Dialekt. Da, Michi, ein Pflegetipp für glänzendes Haar. Ein Pflegetipp für glänzendes Haar. Lange nicht waschen. 3 bis 5 Wochen nicht waschen, dann glänzt so wie ein Christbaum zu Weihnachten. Ist wunderbar. Pomade ins Haar. Pomade. Das sind so die aktuellen Sachen. Das ist Sie, ja. Sie lässt Chris Stefan fragen, welches Duschbad bzw. Shampoo sie verwenden. Mich? Ich oder was? Beide. Also wir benutzen wahrscheinlich nicht, oder wir benutzen dasselbe, und zwar das, was es im Hotel auszupacken gibt, täglich. Ja, jeden Tag was anderes, aber meistens... muss flexibel bleiben. Ja, richtig, flexibel bleiben. Gut, was haben wir noch? Stefan benutzt ein Lockenhaar-Shampoo. Ja. Ich wollte nur sagen, also warum kriege ich die Frage nicht, warum ich die Haare nicht offen trage? Versteht? Stimmt. Aber, das ist die aktuellen oder die? Die ganz oben. Ah, wir müssen nach oben. Oben. Wir scrollen gerade, genau. Seid ihr immer wieder? Ja, sind wir. Seid ihr wann wieder Sonntag dabei? Morgen? Also übermorgen, genau. Ja, genau, ja, cool. Und da hoffen wir, dass Sabine auch wieder dabei ist. Wir haben ihn jetzt quasi an den Tropf gehängt, also an Coca-Cola, Sinalco, Bier, Unterberg natürlich, und dann wirklich. Oder wären da die harteren Sachen besser gewesen? Bei Bini, ja. Okay, kam noch was Neues rein? Kommt immer mehr Fragen. Ja, genau. Zu viel. Danke Chris, danke Stefan, hab euch lieb, eure Tina, dankeschön. Flo, ein Bild mit frisch geföhnten Haaren wäre super. Ein Bild mit frisch geföhnten Haaren? Das sieht gar nicht so viel anders aus, wenn ich die Haare geföhnt habe. Ich könnte mal mit dem Glätteisen rangehen, das ist sehr lustig. Okay, weiter geht's. Habt ihr im Hotel ein Plüschtier zum Einschlafen dabei? Wir hatten lange Zeit unseren Wile E. Coyoten dabei, weil wir haben ja so eine Tauschaktion. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Wir haben angefangen vom kleinen Seestern und schauen wollen, das so hoch tauschen, wie es nur geht. Und da für einen guten Zweck, den wir noch nicht ganz genau ausgewählt haben. Aber das, was dann da rauskommt, wir hoffen ganz viel, kommt dann komplett diesem guten Zweck zugute. Da muss man auch ergänzen, diesen Coyote hat man nicht, der hat nicht mit uns im Bett geschlafen, der war im Auto, ist der mitgefahren, der war immer schön auf dem Sitz, da haben wir angeschnallt und das war sehr lustig. Was haben wir noch? Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, so irgendwie ein Raubtier, so Jaguar finde ich toll, Labrador finde ich auch ganz schön. Das ist gut.
irgendwo hängen wir gerade wieder. Hat jeder einzelne von euch Lieder für das neue Album geschrieben? Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben tatsächlich alle, waren wir in einem Songcamp, haben mit sehr tollen Leuten zusammen im Team haben wir an Songs mitgewirkt. Wir haben Songs geschrieben und jeder von uns hat bei einem Song mitgeschrieben, der tatsächlich auf unser Album kommt. Also ihr könnt euch freuen drauf. Es ist viel von uns dabei. So, inzwischen sind wieder wir hier eingetroffen. Hat jeder, was, wem war das? Ja. Stefan, würdest du mal Bungee Jumping? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte sehr Bock drauf. Ich hätte Lust, mal Fallschirm springen. Fallschirmsprung zu machen, ich glaube, da hätten wir alle Lust drauf. Das müssen wir mal im Team gemeinsam machen. Oder Flo nicht so vielleicht. Also ich fahre jede Achterbahn, die es auf der Welt gibt, aber Bungee-Jumpen würde ich nicht machen. Vor allem nicht nach dem, was im Mendler passiert ist. Okay. Was haben wir noch? Gibt es bald eine Hörprobe? Haben wir das schon gehabt? Eine Hörprobe vom neuen Album nochmal bitte? 3, 2, 1, hey! Das war die Hörprobe, ne? Das war die Single, war Titel das. Zwei. Titels. Was? Naja, das ist... Na, mach mal nach. Aber es soll jetzt sagen, okay, das war der dritte Titel vom Album. Ja, dritte Titel, der nennt sich One Note Rambazamba. Was war das Verrückteste, was er jemals gemacht hat? Wo? Fahr mal drüben an. Ich finde das Interview hier. Also eines ist schon... Schon was Verrücktes. Mit den 5 Jungs im Turbus sitzen ist schon genug verrückt, da braucht man nichts mehr anderes. Ich weiß was, es ist nicht so wahnsinnig verrückt, aber es war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Wir waren in Österreich am Farkasee und wir waren nach dem Auftritt, waren wir alle Nacht schwimmen im See. Das war bei Mondenschein, das war wirklich super. Also muss man schon nochmal machen. Ja, und? Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für mich war es sehr verrückt, mich damals in ein Einkaufszentrum zu stellen und dieses Rock Me zu performen vor Leuten, die es noch nie gesehen hatten. Das war für mich eine ganz neue. Das waren den Riemarkarten in München. Exakt. Genau. Die Sonja Wolf jetzt mal wissen, ob Urlaub geplant ist. Ja, es ist Urlaub geplant. Wir müssen ja auch mal ein bisschen erholen. Ende August sind wir im Urlaub, 2 Wochen. Immerhin 2 Wochen kriegen wir hin. Darf man auch verraten, wo es hingeht? Wo geht's hin? Ganz verschieden. Ich werde im Urlaub heiraten. Vorher spielen wir in Kitzbühel. Die Jungs gehen auch nach Dänemark zum Auftritt. Gell? Und dann kommen ja alle zur Hochzeit. Und dann, boah. Ich habe noch keine Einladung. Ja, die müsste auf dem Postwege sein. Aber wie gesagt, die Schweizer Post. Ich bin ja aber nicht in der Schweiz, ich bin ja in Deutschland. Ja, das ist das Problem jetzt. Post streikt ja nicht mehr. Ja. Kannst du am Sonntag mitbringen in den Europapark? Ja, dann machen wir das mal. Bekomme ich immer gute Laune, wenn ich euch sehe. Yeah. Wie? Will jemand wissen, ob ich Koch werden möchte wieder? Ich bin ja Koch und ich koche sehr gerne zu Hause, aber ich glaube im Restaurant. Also heute Morgen werde ich nicht im Restaurant kochen. Und ich mag à la carte und Bankett. Okay. Und was sind so deine Lieblingsgerichte, die du kochst? Gerichte? Ich habe die französische Küche gelernt, das ist in der Schweiz so. Ich mag gerne klassisch kochen, ich mag gerne so, ich kann mich gar nicht so festlegen. Das Lecker muss halt sein, oder? Da seid ihr ja einig mit mir wahrscheinlich. Ja, natürlich, das passt schon. Komm nochmal, oh, geht weiter. Spontan ein Witzel, G2 um 6 sind's weg, was? Egal, erzähl mal Witzel. Ist so spontan. Sag mir einen, den ich erzählt habe. Okay. An was erkennt man einen kurzsichtigen Gynäkologen? An seiner feuchten Nase. Komm wieder hoch. Gut, weiter geht's. Das schockt so ein bisschen, gell? Ja. Welches Lieblingslied, derzeitiges Liebeslied? Immer noch, ja, Wild's Wasser. Ich hab, ja, Wild's Wasser ist sehr schön, aber ich hab, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Oben auf dem Berg finde ich total schön. Ich auch. Seele der Ferne und Wild's Wasser. Sehr gut, sehr gut. Vorher wurde mir gefragt, ob wir auch Liebeslieder auf dem neuen Album haben. Haben wir Liebeslieder auf dem neuen Album? Sicher. Es geht viel um Liebe, es geht viel um Berge, es geht viel um Liebe in den Bergen. Auf der Alm, da gibt es keinen Sinn, oder? Ah ja, eben. Genau. Ja, ihr seid jetzt ja hier fast eigentlich zu Hause wieder. In der Schweiz, also hier am Berg. Wie fühlt ihr euch? Ja, großartig. Also die Schweiz ist immer sehr schön. Gerade die Flumser Berge, weil da noch nie ist, sollte unbedingt mal daherkommen. Also kommt vorbei. Wie ist es bei dir so?
Ja, mir geht es großartig in den Bergen. Ich meine, es ist immer, bei mir ist es immer so, wenn ich über die Schweizer Grenze gehe, dann fühle ich mich einfach daheim. Ich fühle mich in Deutschland auch daheim, aber wenn man in die Berge geht, dann ist es irgendwie. Es ist einfach schön. Okay. Sind noch Fragen? Ich weiß nicht, geht noch was oder kommt noch was? Ja, oder hängen wir wieder? Jetzt hängen wir gerade ein bisschen. Jetzt geht wieder was. Jetzt ist es. Geht wieder was, genau. Kommt noch was rein? Ritual vor eurem Auftritt. Genau. Ja. Und dann noch Ärsche rein. Ja. Okay. Müssen wir jetzt live sehen hier, also. Jetzt so ein Livestream rein. Was? Hochzeit? Weg würde deine traumhafte Hochzeit? Danke sehr. Nein, aber schau doch hier. Wir wünschen dir eine traumhafte Hochzeit. Ja, aber danke gesagt. Also da. Danke. Danke. Genau. Macht ja nichts, macht doch nichts. So, was haben wir noch? Seid ihr alle vergeben oder gibt es noch Singles unter euch? Ja, wie immer, also wir sind ja heute vier, da kann man das ganz gut sagen. Es ist nämlich 50-50. Das heißt, die Hälfte ist vergeben, die andere Hälfte nicht. Das ändert sich stündlich. Bei Michi zumindest noch bis zur Hochzeit, aber wer weiß das schon. Dann müssen wir die Prozentrechnung ändern. Nein, da geht's wieder. Nee, da geht's wieder, Flo. Logisch, da geht's wieder. Dann sind vier, wo 50-50 sind. Achso, Michi lass du dann aus. Genau. Achso, genau, der zählt dann nicht. Da ist er raus. Ja. Da kannst du was erzählen. Frage ist, euch schon mal was sehr Peinliches oder sehr Schlimmes auf der Bühne passiert? Naja, mir ist tatsächlich bei einer Silbereisenshow bei der Eins der Besten die Lederhose gerissen. Wir bekamen diesen Preis überwiesen. Und ich dachte, es ist total geil, mich auf die Knie fallen zu lassen. Da macht es zwischen den Beinen so Ratsch und so ein großes Loch. Es wäre halb so wild gewesen, wenn wir nicht danach auf so Barhockern gesessen hätten, mindestens 5 Minuten und ein Interview gegeben hätten. Weil ich habe wirklich immer die Beine so zusammen und überschlagen, was natürlich sehr, sehr blöd aussieht, wenn man die Beine überschlägt in Lederhosen. Das war der Grund, dass da so ein Loch drin war. So, ich glaube, langsam kommen wir auch langsam zum Ende wieder. 20 Minuten, sowas war angesetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oder gibt's noch was? Letzten Fragen, jetzt läuft's. Die letzten Fragen. Okay, warte. Ich glaube. Was stand auf dem T-Shirt zum Junggesellenabschied? Highway to Bell. Nächste Frage. Was war das schönste Fangeschenk, was ihr bekommen? Ja, wir kriegen ganz viele schöne Sachen. Da kann man jetzt nicht sagen, es gibt was am schönsten ist. Wir freuen uns über alle Geschenke und es ist total lieb, dass wir Geschenke kriegen. Und da können wir vielleicht jetzt zu viert begrüßen euch alle ganz herzlich. Ja. Und schöne Grüße. Ja, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Schweizer. Heute schon. Das war total geil, so ein Live-Interview mit Live-Fragen. Also vielleicht machen wir das mal wieder. Das ist was anderes, genau. Das ist total schön. War doch mal eine tolle Sache. Ja. Was ich jetzt noch hinzusagen muss, euer Konzert oder das generell Konzert von heute wird ja auf radiomelodie.ch live gestreamt. Also das heißt, nachher können die ganzen Fans euer Konzert oder euren Auftritt im Radio zumindest akustisch miterleben. Also einschalten, radiomelodie.ch, einfach mal googeln, dann findet ihr es schon. Na? Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt und vielleicht auf ein weiteres in der Form mal wieder was ganz anderes, neue Erfahrungen, für mich war es auch neu. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Aber ihr könnt dranbleiben, denn gleich in Kürze haben wir die jungen Zillertaler noch. Tschüss. Danke euch. Juhu. Danke. Danke. Also, wie gesagt, Leute, dranbleiben, wir bleiben auf Sendung. Die jungen Zillertaler kommen gleich. Dankeschön.